sein, du musst nur selber ein bisschen schätzen. Mhm. Ja? Ja. Man muss dafür ein Gefühl entwickeln. Das ist ja mit Motorrad genauso. Irgendwann hast du auch mal ein Gefühl ein bisschen für die Geschwindigkeit. Ja. So, dann gucken wir nach links. Genau. Ab in unsere, in unseren Endanflug. Renn die linke Hand an die Klappen. Ja, an den blauen Hebel, genau. Und jetzt darfst du mal driegeln. Zieh mal nach hinten. Jawohl, nicht raus, mal driegeln. Genau. So, jetzt wird es ein bisschen ruppig. Jetzt versuchen wir schön, so 90 bis 100 zu halten. Mit einem gleichmäßigen Sinkflug hinzubekommen. Wir wollen jetzt einen Tee. Da wollen wir aufsetzen. Ja. Der Blickpunkt, den wir haben, der ist vor dem Tee, ungefähr hier, weil hier wollen wir abfangen. Wir wollen ja am Tee erst aufsetzen. Okay. Und da schön langsam aufsetzen. So, Klappe voll raus, Richtung halten. Und wie wird am Boden, auf dem Boden gesteuert? Mit Knüppel oder mit Pedalen? Mit Pedalen. Mit Pedalen. Mit Seitenruder. Okay. Ja? Also das Seitenruder ist quasi das Lenkrad im Auto, zu vergleichen. So, jetzt hatte ich ein bisschen viel voll getestet, ne? Beim nächsten Mal versuche ich mal ein bisschen weniger zu erzählen, um dass wir uns konzentrieren können auf die Geschwindigkeit halten. Okay. Na, also.